die Lernwelt finde ich sehr interessant und ich denke auch, dass die Schulklassen da viel davon profitieren können. Wind, Sonne, das ist auf jeden Fall die Thematik, die wir auch bei uns im Haus umsetzen wollen. Und da hoffen wir wirklich, dass wir den Kindern das ein bisschen anschaulicher beibringen und zeigen können, was das wirklich bedeutet, um Energie zu gewinnen. Sehr schön hier. Das Wetter ist natürlich auch prächtig. Und mir ist das erste Mal aufgefallen, wie die blauen Leute so motiviert sind, so freundlich, so richtig positiv eingestellt und haben sich wahrscheinlich auf den Tag gefreut, gut vorbereitet. Ja, wir haben verschiedene Experimente gemacht. Wir waren bei dem Fahrradmixer und haben dort Smoothies hergestellt und mit eigener Energie quasi den Mixer betrieben. Halt die verschiedenen Informationen über die bekannten Leute, die halt Sachen erfunden haben und dass man auch vieles selber ausprobieren kann. Ich möchte meinem Gotteskind zeigen, dass es ein spannendes Thema ist, ein wichtiges Thema ist, die Energie. Und ich sehe, dass es da auf spielerische Art erklärt wird. Mir gefällt es besonders gut, dass Experimente sehr haptisch und leicht verständlich sind und dass ich selber kann Experimente ausführen kann. Es ist wichtig, dass eben die Kleinen auch und vor allem auch die Grossen, die sich vermutlich auch nicht sehr damit befassen, dass die mal merken, dass das nicht einfach nur aus der Dose kommt, der Strom, sondern dass man etwas dafür tun muss.